Das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir hier mit drei Instituten zusammenarbeiten und dass wir mit drei unterschiedlichen Simulatoren jetzt gemeinsam ein Problem lösen. In diesem Beispiel ist es diese kritische Situation des Rettungsszenarios. Bei Verkehrsunfällen zählt einfach jede Sekunde und hier ist Effizienz besonders wichtig und die wollen wir im Rahmen dieser und ähnlicher Szenarien weiter verbessern. Wir haben die Stadt Kremlingen als 3D-Modell nachgebaut. Die HoloLens-Brille zeigt mir diese virtuelle Stadt direkt vor meinen Augen. Durch dieses Verbundprojekt haben wir jetzt das erste Mal unsere Simulatoren zusammengeschlossen. Die entsprechenden Daten über die Bewegung werden in den anderen Simulator übertragen. Wo gehen die Sachen zu langsam? Wie ist die Kommunikation zwischen den Akteuren? Das sind diese Sachen, die man mit so einem Notfallszenario gut abdecken kann. Ein Institut hätte das Ganze nicht stemmen können, also sei es Hardware, Software oder Know-how. Bei diesem Projekt haben wir gesehen, wie sinnvoll und bereichernd diese Zusammenarbeit der Institute sein kann. Und das wollen wir in Zukunft natürlich weiter intensivieren. Zu sehen, wie gut es funktioniert, macht Lust auf mehr und macht Lust auf die Zukunft. Wir malen hier im Grunde ein Bild, wie die Zukunft aussehen kann und wie wir sie gestalten wollen.